Herzlich willkommen zum Drop Film Talk, unserer heutigen Review von Harley Quinn, Birds of Prey oder wie der Titel vorher hieß, Birds of Prey, The Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Auf jeden Fall eine ganze Menge, weil anscheinend der erste Titel nicht so gut funktioniert hat und die Leute nicht so sehr ins Kino gelockt hat, musste mal ein neuer Titel her und siehe da, die Verkaufszahlen waren definitiv besser. Man muss auf jeden Fall als erstes sagen, Harley Quinn ist nicht Suicide Squad und definitiv nicht so fürchterlich, aber Harley Quinn ist auch nicht der Film, der so viel besser macht und DC auf jeden Fall besser aussehen lässt, wie es zum Beispiel Shazam getan hat. Man hat versucht natürlich an Suicide Squad anzuknüpfen und da hat man gesehen, dass Harley Quinn auf jeden Fall in dieser Riege von Charakteren herausgestochen hat und jetzt hat man sie versucht in den Mittelpunkt zu stellen, was aber meiner Meinung nach nicht so ganz gelingt. Und man muss auch sagen, dass natürlich da in Suicide Squad Joker eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, so wie es aber auch hier in Akt 1 des Films eine wichtige Rolle spielt, dass der Joker da ist. Aber man muss sagen, man hat den Joker nicht so richtig bekommen. Wahrscheinlich lag es an Joaquin Phoenix Joker und Todd Phillips Joker Erfolg, dass man ihn nicht benutzen konnte und so weiter und so fort. Und man hat halt Jared Leto mal kurz einfach gecuttet. Und hat einfach irgendeinen Bösewicht eingesetzt, der für den Joker am Ende des Tages steht. Und ein weiteres Problem des Films ist, dass er eine Story hat, die wesentlich viel zu sehr durcheinander ist, was wahrscheinlich daran liegen könnte an den verschiedenen Scripts. Ich glaube, im November 2016 war es so, als gemutmaßt wurde, dass Harley Quinn, also ein Harley Quinn Birds of Prey Movie geschrieben werden sollte von Christina Hodson. Dann kam irgendwie dazu, dass im Dezember 2016 dann Gotham City Sirens gemacht werden sollte, eine weitere Comic-Book-Adaption, was natürlich mit David Ayer geschehen sollte. Und dann im August 2017 kam es dazu, dass es dass gemunkelt wurde, dass es einen Harley Quinn Joker Film geben soll, der vielleicht da in die Richtung gehen sollte. Und dann war es im Dezember 2017, wo auch Robbie Margot gesagt hat, dass sie an drei Projekten gerade arbeitet und dass sie natürlich so eine kleine Girl Gang haben wollte. Und dann hat sich das irgendwie alles anscheinend so ein bisschen zusammen entwickelt, dass das am Ende rauskommen sollte. Und da so fühlt sich das Skript oder beziehungsweise die Story meiner Meinung nach auch an. Wir haben dann, wie gesagt, Roman Sionis, der von Ewan McGregor gespielt wird, der Joker-Ersatz ist. Dann haben wir Cassandra Cain, die von Ella J. Basco gespielt wird, die ja auch sehr bekannt ist aus den Comics, genauso wie Renee Montoya, die von Rosie Perez gespielt wird, Dina Lance von Journey Smollett-Bell und Helena Bertinelli von Mary Elizabeth Winstead, die alle eine gewisse, und die junge Dame, das war ja Cassandra Cain, Entschuldigung, habe ich mich gerade geirrt, aber jedenfalls, die müssen alle da vorkommen und das ist das ganze Problem. Als wenn nämlich das Team in dieser Story dazukommt, kann die Story nicht für Harley Quinn voranschreiten und das ist schon mal so ein großes Problem halt, dass da zu viel untergeht und dass es dann irgendwie sehr zusammengemixt und komisch wird. Weiterhin haben wir dann, finde ich, noch so einen Deadpool-Faktor, der da vorkommt, vor allem am Anfang des Films, im ersten Akt. Da wird halt diese Deadpool-Formel genutzt, aber die ist halt einfach, dass es pietätlos wird, dass es viele Erklärungen vom Hauptcharakter gibt, dass es so ein Rapid-Fire-Editing gibt, dass es dann dazu kommt, dass es so viele, viele Action-Sequenzen gibt und natürlich das Wichtigste, das Essen sozusagen, ne? die Chimichangas sozusagen, die da eine Rolle spielen. Bei ihr ist es jetzt in Harley Quinn, Toasted Cheese Sandwich? Ich glaube ja, ne? Und dann natürlich, wie sich das alles wieder um sich selber dreht und dann wieder am Ende zurückkommt. Das ist halt diese Deadpool-Formel, die sehr eindeutig hier angewendet wurde. Genauso wie ich das schon bei Bad Boys in der Review erwähnt habe, dass es dort dazu kam, dass sie halt natürlich die Fast and Furious-Formel so ein bisschen kopieren. Und es ist natürlich die Frage, es ist ein bisschen schade, dass das gemacht wurde und dass es dann natürlich im Gesamtwerk nicht so funktioniert, sondern eher für Harley Quinns Charakter und dieses Durcheinander in ihrem Kopf und so weiter illustriert. Aber die Story an sich wirkt da ein bisschen komisch. Und das ist halt, wie gesagt, ein bisschen problematisch an dieser Stelle. Und
Man muss auch sagen, dass man, wenn man das Ganze sich so anguckt, ist der Film irgendwie zwar, Cathy Yan hat es ja die Direction gemacht und die war auch okay, aber es gab eindeutig Momente, wo man hätte wesentlich mehr aus diesem Film machen können und wo man auch wesentlich mehr aus dieser Situation machen hätte können. Und da gab es meiner Meinung nach auf jeden Fall ein paar verpasste Chancen. Man muss sagen halt, dass DC wieder aufpassen muss. Ich meine, wenn wir uns Aquaman und Shazam angeguckt haben, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe auch von vielen schon gehört, dass den Birds of Prey sehr viel Spaß gemacht hat. Aber meiner Meinung nach war es kein so guter Film. Er war ein okayer Film. Ne? Ich habe den Film nicht gehasst, aber ich habe ihn auch nicht geliebt und so. Ich weiß aber auch, dass die Leute neben mir mehrfach auf die Uhr geguckt haben, weil ihnen der Film zu schlecht war, würde ich mal behaupten. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt, weil dieser Film doch sehr kontrovers ist. Mein Rating des Films sind 5,5 von 10 Punkten, gebe ich noch gerade so. Ich glaube, ja, 5, 5,5, so in dem Dreh bin ich. Ich glaube, 5,5 landen wir jetzt mal. Ja, sagt mir doch, wie ihr es fandet in den Kommentaren und bis dahin, macht's gut.